Ja, da bin ich wieder. Da ist mir irgendwie die Aufnahme gerade abgeschmiert. Ja, jedenfalls, diese Audiolaufwerke sind so Teile, die man entfinden kann. Da sind dann so Nachrichten drauf. Halt auch von diesem John, glaube ich. Ich bin mir da allerdings nicht ganz sicher. Ist schon, wie gesagt, was länger her, dass ich das durchgespielt habe. Und da habe ich die nicht so wirklich gesammelt. Werde ich aber doch im Let's Play ein bisschen machen. Dann kommt auch noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu. Und genau. Wir wollen ja jetzt eigentlich noch eins finden. Da vorne auf dem Dach hier ist, glaube ich, eins. Sieht jedenfalls aus. Moment, ich guck mal gerade. Ne, ich dachte, mein Mikro wäre gemutet. Da auf dem Dach ist ein Reaper. Wo ist er denn? Ach da. Da hinten sehe ich noch eine Explosionsscherbe, die gehen wir uns gleich noch holen. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. Ist doch ganz nützlich, ein bisschen mehr Energie zu haben. Der Kill war geil. So, hier haben wir das nächste Audiolaufwerk. Sie das? Genau wie vorher. Ich lasse die Signale durch ein Entschlüsselungsprogramm laufen. Es ist fast geschafft, aber ich brauche mehr Input. Suchen Sie noch eine Datei. Ja, das machen wir dann auch noch, nachdem wir hier noch die Sündscheibe geholt haben. Da vorne haben wir sie. Wie kommen wir denn am besten dran? So. Gut. Da haben wir auch schon den nächsten Energiekern bekommen. Und genau, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Da in die Richtung. Gut. Nochmal eben schnell aufladen. Eigentlich will ich ja nicht runterspringen, weil dann müssen wir jetzt noch wieder hochklettern. Aber passt schon. Hier an dem Balkon ist außen dran. Auch mal ganz cool, ich habe ja vorher böse gespielt. Jetzt mal die ganzen anderen Fähigkeiten zu sehen und so. Da vorne ist es. Da sind welche mit so Einsatzschilden oder so. Boah, da habe ich gerade aber ganz schöne FPS-Einbrüche. Ich hoffe, das beruhigt sich jetzt wieder. Ah. Komm schon. Ich bleib mal kurz hier stehen und guck mal, ob das wieder ein bisschen hoch geht. Sonst ruckelt das nämlich so die ganze Zeit. Ah, jetzt geht's wieder. Nein, eher nicht. Ah, da muss ich echt mal gucken, was da schon wieder los ist. Bleiben wir mal hier stehen und warten. Naja, oh, boah, so kannst du echt nicht zocken. Komisch, warum jetzt? Vorher hat doch alles geklappt. Boah, Leute, das ist echt nicht schön so. Ich pausiere mal kurz die Aufnahme und guck mal, was da wieder los ist. Und gut, jetzt sollte es eigentlich wieder flüssig laufen. Wenn nicht, dann keine Ahnung wieso, Leute. Aber das sieht ganz gut aus. Sonst hätten wir da mein PC mal wieder einen ganz schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Da hatte ich schon mal vor einer Zeit ziemliche Probleme mit, deswegen hatte ich auch irgendwie. Ich hatte jedenfalls mal angefangen, irgendwas auf der PS3 zu zocken, also auch aufzunehmen, aber das hat dann leider nicht funktioniert. Ja.
Deswegen halt. Das ist die letzte. Ein Moment. Okay, das sollte reichen. Ich lade den Entschlüsselungsalgorithmus auf Ihr Handy. Damit können Sie die Nachrichten hören. Kessler hat die Strahlenkugel gesprengt. Das Mistding hat 5 oder 6 Blocks mitgerissen und etliche getötet. Die Strahlenkugel lag im Krater neben einem Jungen. Keine Ahnung, ob er tot war. Ich konnte nicht nachsehen. Werde mich irgendwo verstecken. Wenn jemand das hier hört, dann holt mich hier raus. Bitte, Sie müssen mich retten, bevor Kessler mich findet. Verstehen Sie irgendwas? Unglaublich. Es ist John. Er muss über diese Dateien mit seinen Leuten kommuniziert haben. Wie bitte? Das heißt, dass es vermutlich noch mehr davon in der Stadt gibt. Sie müssen so viele wie möglich finden. Sie könnten uns verraten, wo die Strahlenkugel ist. Wenn ich John und die Strahlenkugel finde, bin ich raus, richtig? Ich kenne den Deal, Cole. Ich will nur sicher gehen. Ja, seltsame Signale. Mission abgeschossen, durch die Taten sind sie heldenhafter geworden. Gut, also, da scheint wohl irgendeine Verschwörung im Gange zu sein. Ich verrate mal nichts. Und, das Schöne, man kann sich noch Audiolaufwerke anhören. Wir haben halt gerade 3 gefunden. Dann hören wir uns die anderen beiden auch nochmal an. 10-tägige Kommunikationslücke wegen Bewegungsunfähigkeit. Mit Jane vor verlassenem Lagerhaus getroffen. Hat mir schwarzen Sack über den Kopf gezogen und mich reingebracht. Habe 2000 Stufen und eine Rechtskurve gezählt. Hat mir Arme und Beine an einen Stuhl gefesselt und mich dort gelassen. Ja, da wurde der gute John anscheinend entführt. Hören wir uns einfach mal das nächste auch noch an. Kontakt mit den Erstgeborenen hergestellt. Eine Frau namens Jane getroffen. Sie stellte mir viele Fragen, auch ob ich jemals außergewöhnliche Sinneskräfte gehabt hätte. Habe ihr gesagt, ich hätte Traumahnungen und unfreiwillige telekinetische Fähigkeiten. Jane hat eine Weile überlegt und mir dann eine Adresse gegeben. Dort sollte ich sie um Mitternacht treffen. Keine weiteren Details. Okay. Boah, also im nächsten Audiolaufwerk scheint dann was über das Treffen drin zu sein. Jetzt habe ich schon wieder so einen scheiß FPS-Einbruch. Leute, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Gehen wir mal kurz ins Menü. Ich guck mal eben in die Optionen rein. Vielleicht kann man da ja noch irgendwas Nein, ich wollte nicht zur Störung, ich wollte zu den Optionen. Ich habe ganze 2 FPS, geil, ne? Jetzt habe ich 10. Nehmen wir einfach mal normal. Huch. Das hat sich anscheinend wieder beruhigt. Dann. Ja, oder auch doch nicht. Ich bin gerade wieder ins Menü gegangen, aber anscheinend. Ein Frame die Sekunde. Unglaublich. 2, 1. Ja, ich guck mal jetzt ein bisschen, wenn sich das jetzt nicht beruhigt, dann. Ja. Geht gerade wieder ein bisschen hoch. Jetzt mal gerade bei 10 oder so. Ja, es geht immer wieder auf 2 runter. Ja, dann, wir haben jetzt die eine Mission gemacht. Dann war es das jetzt fürs Erste und ich probiere es dann halt beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ja, bis dann.